So, es stehen sich die beiden Finalmannschaften gegenüber. Pia und Laura werden ihre Mannschaften aufstellen. Und Pia, wer wird dein Joker am Ende? Nochmal Mattea. Nochmal Mattea. Never change her running system. Wer tritt gegen Mattea an? Robert. Das heißt, Robert gegen Mattea. Gut, dann leg mal los. Ich habe ja nur gehört, dass Mattea schon eine Kampfsau ist. Und habe aber gedacht, okay, du hast doch mehr Masse. Du wirst irgendwie schon klarkommen damit. Du schaffst das! Trau dich! Mattea! Du bist krass! Robert, geh im Anlauf, das ist kein Mädchen! So, das entscheidende Duell. Auf die Plätze, fertig, los! Die geht ja auch hin, bums, weg. Die hat 0,0 Angst. Also so hat er noch nie erlebt. Dann saß hier auf mich drauf und sagt zu mir, du wirst nicht gewinnen. Oh Gottes Willen, ich hab gedacht, ey, es muss der nächste Exorzist. Das war ey, gruselig, als hätte die einen Mond gesehen und zum Werwolf mutiert. Boah, ist so richtig krass. Die hat mich so damit eingeschüchtert, ohne Witz jetzt. Der Robert guckt, als ob ihm eine leibhaftige Teufel begegnet wäre. Ich liebe dich! Am liebsten hätte er sich ins Boot gesetzt und wäre nach Paros gefahren auf die andere Seite. Ich war einfach nur schockiert. Ich glaube, ich musste das erstmal halt verarbeiten. Ich war im Schockzustand. Ich hätte einen Arzt gebraucht. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, da wird jetzt nächstes Mal, wenn er einen Horrorfilm sieht, immer sehen, oh Gott, da kommt schon wieder Mattea. Oh, Dame. Robert, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich will hier lebend raus. Robert, du packst das. Gib alles. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, schieb sie mit. Aber dieser Mensch kann sich wehren. Ich sag, das ist eine Kampfbitch. Wow, das war so ein krasser Kampf. Ey, so einen krassen Kampf hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich habe mal einen Kampf gewonnen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich sie. Don't you know that I'm trouble? Macht ihr das spannend, ihr beiden? Das ist jetzt wirklich die letzte Runde für euch beide. Der Druck, der jetzt auf Robert liegt, ist enorm groß. Jetzt muss er liefern. Auf die Plätze, fertig, los! Ich weiß selber nicht, was in der dritten Runde mit uns so los war. Also, der hat seinen Pitbull rauslassen, ich habe da meinen Kampfhund rauslassen und wir sind nur losgegangen. Also, hat es mir echt schwer gemacht. Kraftpaket Mattea holt den Sieg für Mannschaft Lila. Wow, Mattea! Der Sieger des Tages ist Mattea. Voll. Also wir waren nichts ohne sie heute. Nix. Wahnsinn! Mattea, du bist die Beste! Wir waren so happy und die waren so dankbar. Ich habe nur gesagt, das war's wert. Robert, Junge, stark, trotzdem! Super, wir sind stolz auf dich! Everyone's damaged, a little depressed. Mein Fehler war, dass ich gezögert habe in der dritten Runde. Ich war froh, als ich überlebt habe. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mann, aber so scheiße. Nein. Ja, alles gut. Aber am Schicksal kann man damit umgehen. Meine Mannschaft hat sich wieder voll reingehängt. Dann müssen wir halt noch mal mehr tun für die Waage. Ich übergebe euch 1,5 Kilo Gewicht. Und ja. Ja, mega. Ich hab unser Team gekämpft. Ich hab unser Team gekämpft. Wir waren wieder, dass ich nicht konnte, aber ich hab das Arsch rein. Ich hab das richtig stolz.